Willkommen zum Review der zweiten Woche. Es ist erstaunlich, ist schon die zweite Woche. Und in der letzten Woche war es, glaube ich, sehr arbeitsam, wobei es ja keine Arbeitswoche war, es war eigentlich eine Lernwoche, aber Lernen und Arbeiten rückt ja immer näher zusammen. Was wir heute vorhaben, heute Nachmittag, ist so einen kurzen Review der Merkwoche zu machen. Dazu möchte ich ein bisschen nochmal eingehen auf die Themen, die wir an der Plattform verändert haben, was sich da getan hat. Ein paar kurze Informationen zum Nutzungsverhalten, also was können wir denn so erkennen über die Teilnehmer, über die Abrufe. Und dann wollen wir aber gleich inhaltlich einsteigen mit dem Kollegen des Merkteams, was diese Woche passiert ist, versuchen die Ergebnisse ein bisschen zu aggregieren und dann auch entsprechend in einen Ausblick zu gehen. Ja, wir haben die offene Lernumgebung für den MOOC gewählt und es gab zu Beginn eine ganze Reihe von Diskussionen darüber, wie man diese Einzelwerkzeuge benutzt, wie man damit umgeht. Und wir haben auch, die meisten werden es wahrscheinlich gemerkt haben, im Rahmen dieser Woche einige Veränderungen an der Plattform vorgenommen. Für uns ist es ja auch ein Experiment und wir gehen einfach auch mal immer davon aus, dass wenn Inputs da sind, dass wir schauen, ob wir dort was machen können, ob wir das umsetzen können. Wenn natürlich widerstrebliche Inputs da sind, ist es schwierig. Aber wir haben diese Woche einige Veränderungen vorgenommen. Eine größere Veränderung war, ja, wir hatten am Anfang im Einstieg so ein Thema, wo es darum geht, so, ja, alles muss auf eine Seite Wildwuchs. Also wir haben versucht, möglichst alles auf einer Seite unterzubringen und haben dann eigentlich sehr schnell auch verstanden, dass für viele Teilnehmer das zu schwierig war, herauszufinden, wo man denn jetzt eigentlich hingehen muss für eine Live-Session, für einen Inhalt. Und Simon Dügert und Karl-Heinz Pape haben das ganze Wildwuchs-Gestrüpp versucht mal ein bisschen zu entzerren. Und im Grunde genommen ist es jetzt eigentlich relativ einfach für den Kern. Für den Kern gibt es einfach die Webseite, die eben auf Basis von WordPress passiert. Und auf der Webseite, wenn man da in den Start reingeht, sieht man die jeweilige Themenwoche, die aktuelle Themen oder die Themenwochen im Überblick. Die aktuelle Themenwoche ist hervorgehoben. Und wenn man dann mit einem Klick drauf geht, kommt man eben auf die Beschreibung der Themenwoche. Und wenn es dann innerhalb der Themenwoche zum Beispiel auf den einzelnen Tagen noch Diskussionen gibt, dann kommt man mit dem zweiten Klick drauf. Also mit zwei Klicks ist man dann mittlerweile auf den Inhalten und ich denke, das ist eine ganz gute Ausgangssituation. Es gibt natürlich noch eine Menge an anderen Möglichkeiten mitzumachen, die Facebook-Seite, die Xing-Seite, aber da möchte ich jetzt nicht stärker drauf eingehen. Ich denke, für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal bei so einem MOOC machen, ist es am Anfang sehr spannend, einfach mal diese Seiten zu nutzen, die wir vorbereitet zu haben. Und ich selber muss auch sagen, ich habe diese Woche mich sehr viel auch auf diesen Seiten bewegt und bin jetzt eigentlich richtig gespannt, was in den anderen Plattformen passiert ist. Und da würde ich mich nach dieser Session mal ranmachen und zu schauen, was dort realisiert wurde. Gut, es war zum Wildwuchs. Dann haben wir am Freitag noch Diskussionen gehabt darüber, ob wir mit Discuss klarkommen. Wir hatten ein bisschen technische Schwierigkeiten mit dem Synchronisieren. Das funktioniert mittlerweile, denke ich, eigentlich ganz gut. Und ich persönlich habe eigentlich auch festgestellt, so eine Discuss-Plattform kann man eigentlich sehr schön nutzen, um dann direkt in die Kommentare einzusteigen. Also ich muss es nicht mehr, wenn ich weiß, was von Diskussionsthema läuft, muss ich jetzt nicht mehr über den ganzen Blogpost drüber gehen und dann eben runterscrollen, sondern ich gehe mittlerweile sehr häufig und sehr schnell eigentlich in die Discuss-Plattform vom Rhein und mittlerweile sieht man ja auch, dass da eine Menge an Inhalten drauf sind, eine Menge an Diskussionsbeiträgen. Die kann man sich auch gezielt raussuchen. Das heißt, man kann sich bestimmte Themen raussuchen. Man kann auch bestimmten Personen einfach mal anschauen, was die darüber diskutieren. Und ich habe eigentlich heute Morgen festgestellt, man kann Discuss eigentlich ganz gut als Lerntagebuch machen, als ich mir einfach mal überlegt habe, was habe ich in dieser Woche mitdiskutiert, wo habe ich mich denn eingemischt, wo habe ich was kommentiert, wo habe ich dazu was beigetragen. Da habe ich festgestellt, ja, gehe ich in Discuss rein, da habe ich eine schöne Übersicht. Also das ist etwas, was ich persönlich auch noch ein bisschen stärker ausprobieren könnte, ob das nicht eine Möglichkeit ist, tatsächlich ein Lerntagebuch zu führen. Und das Spannende ist, man kann ohne großen Zusatzaufwand in der Form sein Lerntagebuch führen und gleichzeitig kann man auch mal schauen, was die anderen Kollegen, die jetzt eben dort mit diskutieren, machen. Also was zum Beispiel Harald Schirmer, den wir nachher nochmal live haben werden, was der entsprechend diskutiert oder jeder andere eigentlich auch. Also man hat auch automatisch eine Transparenz und kann eben auch von den Lernpfaden der anderen profitieren. Ich denke, das wird
zunehmend relevant, weil wir werden im Lauf der nächsten Wochen ja eine Menge an Informationen, eine Menge an Diskussionen bekommen. Und wenn die jetzt eben sehr stark verteilt sind, besteht auch die Gefahr, dass man den Überblick verliert. Und so haben wir die Informationen einfach sehr fokussiert und konzentriert an einem Ort. Als wir in die Statistiken reingeschaut haben, haben wir festgestellt, es gibt doch mittlerweile ja über ein Viertel der Teilnehmenden, die eben über Mobil oder über Tablet nutzen. Und da haben wir auch gesehen, die Zugang in ein Mobilendgerät war jetzt nicht so leicht, dass man das findet vom Navigationsbaum. Auch deshalb Simon Dückert und der Karl-Heinz Pape versucht, mal ein bisschen umzubauen. Und die Resonanz, die Karl-Heinz jetzt auch mitgebracht hat, ist, dass sich es auf dem Handy jetzt ganz gut anfühlt, richtig gut anfühlt, sodass man einfach auch mobil entsprechend mitmachen kann. Also das war auch ein weiteres Thema. Okay, kommen wir zur Merkwoche. Ich habe zu Beginn einfach mal ein paar Daten und Fakten zur Merkwoche rausgefischt. Eins, was ist natürlich immer spannend, was passiert denn eigentlich auf der Teilnehmerseite? Man sieht bestimmte Teilnehmer in der Diskussion, man sieht aber wenig oder keine Information, wie viele Leute darauf zugreifen. Und bei MOOCs gibt es ja so den Effekt, dass sich das Aktivitätsniveau doch von Woche zu Woche verändert. In der Regel geht es am Anfang eigentlich auch sehr stark zurück. Und wenn man jetzt mal die erste und zweite Woche mal vergleicht miteinander, dann sieht man eigentlich, ja, wir haben eigentlich durchaus ein Aktivitätsniveau gehalten im Vergleich mit der Vorwoche. Der heutige Freitag ist hier ganz rechts noch ein bisschen orange niedrig angezeigt. Das liegt, liegt eben daran, weil ich heute Morgen um 10 Uhr die Daten abgerufen habe und das wird hoffentlich im Laufe des Tages noch deutlich besser werden. Wir hatten bis heute Morgen um 10 von der letzten Woche über 9000 Aufrufe, was ich denke, was ist eine Menge ist, und 1600 Besucher, wobei es dort eben, wie das bei den Webstatistiken ist, sich um Unique Visitors handelt. Das heißt, in dem Moment, wenn man sich anmeldet und einen Webbrowser aufmacht, auf der Seite bleibt, dann wird man als ein Benutzer gezählt. Wenn man das den ganzen Tag anlässt, wenn man den Webbrowser zumacht, sich am nächsten Tag wieder anmeldet, ist man wieder als Benutzer gezählt. Das heißt, wir haben jetzt nicht 1600 Besucher gehabt, sondern da muss man einen Faktor abziehen, aber so viele Leute haben eben darauf zugegriffen an den Tagen und eigentlich auch eine relativ hohe Zahl für so einen Auftritt für so eine Webseite ist, dass man pro Besucher 5,7 Seiten aufgerufen hat. Wenn man dann das mal gegenüberstellt, dass wir heute Morgen in Discuss rund 150 Kommentare gehabt haben und das verglichen mit der Anzahl der Besucher, haben wir jetzt schon eine Quote eigentlich erreicht von 10% der Nutzer, die eben aktiv sind, das heißt, die kommentieren, die Inhalte bereitstellen, die Fragen stellen. Wenn man berücksichtigt, dass es eben einen Unique Visitors gibt, dann ist die Quote doch nochmal ein Stück weit höher. Also eigentlich denke ich ein ganz gutes Verhältnis. Kann natürlich noch besser werden. Was ich immer noch gerne ein bisschen fördern möchte und anregen möchte, ist einfach, dass man stärker die Beiträge auch liked und einfach damit auch den Kollegen ein Signal gibt, ja, das, was du geschrieben hast, gefällt mir, passt mir, da können wir weiter drüber diskutieren. Ich hatte dazu auch mal einen Post geschrieben und heute Morgen war sie auch nochmal im Twitter-Kanal drin. Wenn man sich anschaut, was Richtung der konkreten Woche inhaltlich gelaufen ist, haben wir ja diese Woche die Chance gehabt, einen tieferen Einblick zu bekommen in das Kompetenzmodell von Merck, in die unterschiedlichen Segmente. Wir haben jeden Tag ein oder zwei der Kompetenzen diskutieren können. Und auch dort sieht man, wenn man sich die Seiten anschaut, dass die Merkwoche 1500 Mal aufgerufen worden oder knapp 1600 Mal aufgerufen worden. Und natürlich ist es so, dass im Laufe der Woche, ja klar, wenn etwas am Donnerstag erst gepostet wurde, kann das nicht die gleiche Zugriffshäufigkeit haben wie entsprechend der Montag. Aber alle Beiträge wurden doch sehr häufig aufgerufen, so die frühen Beiträge montags in der Größenordnung 600 Mal und dann die jüngeren Beiträge, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag rund 200 Mal. Also ich denke auch schon ein sehr spannendes Niveau. Ja, wir hatten diese Woche ein ganzes Team von der Merkwoche dabei. Wir hatten den Thomas Koppe dabei, die Christina Muth dabei, die Laura Cezanne dabei, die Maria Grauskopf, die Sonja Malder und die Theresa Philipp. Die haben alle mitdiskutiert, Fragen gestellt, Input gegeben. Und ich möchte mich jetzt einfach im Namen von allen, die jetzt hier mitmachen und die diese Woche beteiligt waren, danken für die über 70 Interaktionen, die ich ausgezählt habe, die in dieser Woche gekommen sind.
Wir haben heute in der Runde dabei, wenn ich nochmal schaue, die Christina Muth, die Laura Cézanne und die Maria Krauskopf ist dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich bin auch dabei. Und der Thomas Koppe auch? Ja. Okay, hallo. Also hallo zusammen. Hallo. Ja, hallo. Meine erste Frage, und wir wollen ja ein bisschen noch mal reflektieren, was diese Woche gelaufen ist. Wie ist es gelaufen? Wie habt ihr, wie habt sie diese Woche wahrgenommen? Sie haben ja in der Beschreibung der Woche auch jeweils ein persönliches Statement abgegeben. Da war viel drin, Richtung, wir wollen das mal ausprobieren, wie wir sind selber überrascht, was in der Woche passiert. Was ist denn passiert aus Ihrer Sicht in der Woche? Was hat Sie denn überrascht? Also hallo offiziell nochmal von unserer Seite. Hier spricht Laura Cézanne. Was hat uns überrascht oder wie sind wir in die Woche gestartet und auch durch die Woche durchgegangen? Also ich glaube, wir sind alle, wenn ich hier in die Runde schaue, super glücklich mit der MOOC-Woche. Das war generell unser erster MOOC-Hackathon, an dem wir als Unternehmen teilgenommen haben. Wir waren vorher quasi noch ganz grün hinter den Ohren. Und wir glauben, dass wir für uns als Organisation jetzt auch super lernen konnten, wie funktioniert so ein MOOC-Hackathon, wie interagiert man in diesem interaktiven Portal miteinander. Und wir sind begeistert vom MOOC-Hackathon bis jetzt. Und wir freuen uns auf die nächsten Wochen und auf die Inputs der ganzen anderen Unternehmen. Okay, prima. Sie haben sich ja Gedanken darüber gemacht, was in den einzelnen Tagen drin waren und sogar eine Präsentation vorbereitet. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn man am Ende der Woche so eine Aggregation eigentlich hinbekommt. Und ich würde jetzt einfach mal auch die Steuerung an euch übergeben, dass man einfach nochmal auf die einzelnen Tage draufblicken kann, wenn es okay ist, ja? Mhm, sehr gerne. Gut, dann unsere erste Bitte in die Community, schreiben Sie einfach kurz links ins Feld, wenn Sie unseren Desktop sehen können, damit wir wissen, das funktioniert. Okay, super. Wir bekommen die ersten Meldungen, es funktioniert. Also, wir sind ja aktuell schon mit unseren Eindrücken gestartet. Und bevor wir in die Präsentation gestartet sind, haben wir hier auch nochmal zusammen gebrainstormt, was nehmen wir denn mit? Also das haben wir hier nochmal kurz dargestellt. Generell empfinden wir, wie schon gesagt, den MOOC-Hackathon als ein spannendes Konzept. Es hat uns als Organisation extrem viele Denkansätze gebracht. Es war sehr aufregend für uns. Wir sind ganz, ganz gespannt auf die vielen neuen Themen, die wir mitnehmen. Und wir konnten, die Leute sehen leider noch nicht. Die Präsentation ist noch nicht da. Ist noch nicht da? Nein, okay. Ich sehe noch meine Präsentation noch mal wechseln. Manche nicht. Generell war unsere Woche ja auf dem kompetenzbezogenen Austausch fokussiert und unter dem Stichwort Kollaboration zwischen Innovation Center und zwischen der Weiterbildung in Deutschland. Und wir denken, dass wir da am ersten Tag einen guten Einblick geben konnten, so dass es dann auch im Laufe der Woche immer neue Inhalte zu all unseren Kompetenzen gegeben hat. Herr Niemeyer, Sie müssten dann jetzt auf die nächste Slide klicken, nach vorne, in die andere. Genau. Für uns haben wir ganz, ganz viel mitgenommen. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an jeden aus der Community, der in der letzten Woche ganz fleißig mit uns diskutiert hat, uns seine Inputs gegeben hat zu den Fragen, die wir gestellt haben. Also da erstmal nochmal von unserer Seite ein ganz herzliches Dankeschön. Generell, was nehmen wir mit? Auch das haben wir geclustert nach unseren Kompetenzen und die gehen wir jetzt einfach ganz kurz mit Ihnen durch. Wir werden es auf jeden Fall für uns im Unternehmen ausprobieren, Working Out Loud und Crowdstorming zu implementieren, weil wir glauben, das sind einfach zwei Tools, die auch bei der Belegschaft zu einem Umdenken im Themenbereich Lernen und Weiterbildung führen können, unter einem kollaborativen Aspekt. Von daher nehmen wir das auf jeden Fall mit. Und was wir auch einen super Input fanden, war eine lebendige Lernplattform. Wir haben natürlich, wie jedes andere große Unternehmen auch, ein LMS-System. Aber wir wollen uns da jetzt auch Gedanken darüber machen, wo geht die Reise hin, wie können wir unsere Lernplattform interaktiver gestalten.
Und unter dem Aspekt der Kollaboration natürlich auch der Mitarbeiter. Ist der Mitarbeiter nur Teilnehmer oder kann der Mitarbeiter selbst nicht auch Lernbegleiter werden und als Referent für den einen oder anderen Lernaspekt dienen? Einfach um die einzelnen Mitarbeiter hier auch noch stärker kollaborativ in den Lernprozess mit zu integrieren. Gut, dann würden wir auf die nächste Slide gehen und da würde ich jetzt an die Christina übergeben. Herr Niemeyer, könnten Sie die Folie wechseln? Ich bin bei innovativ jetzt. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt einfach innovativ. Super. Ist richtig, die Folie ist hervorragend. Da. Hervorragend. Das Thema innovativ war ja eins der Themen, was zum einen in dem Kompetenzmodell der Firma Merck integriert ist, aber zu einem großen Aspekt natürlich auch in der Academy enthalten ist. Und insofern sind hier natürlich Themen wie Crowdstorming zum Beispiel auch schon mit drin. Ich habe es trotzdem nochmal mit aufgenommen, weil ich darunter auch verstehe, eben die Plattformen bei uns zu vernetzen und eben verschiedene Inhalte eben in dem LMS-System von HR und verschiedene andere Inhalte eben in der Innovator Academy in unserer Plattform entsprechend zu hinterlegen und das dann beides zu verknüpfen. Deswegen habe ich das Thema Crowdstorming nochmal mit aufgenommen, weil ich denke, dass das ein Weg wäre, da wirklich eine Vernetzung auch super hinzubekommen, gerade auch sehr interaktiv. Wir hatten gerade im Chat schon das Thema Gamification angesprochen, mit anderen Gründen, als wir es hier gedacht haben. Aber Gamification ist definitiv ein Thema, was wir hier auch immer wieder in der Kommunikation nutzen und was natürlich auch ein Tool wäre, um beide, sage ich mal, Parteien optimal miteinander zu vernetzen. Querdenker haben wir jede Menge im Innovation Center, aber ich bin auch sicher, dass wir jede Menge Querdenker im Unternehmen haben. Und was ich da sehr schön fand, war zum Beispiel der Ansatz von einem Kommentar, dass wir Äpfel verteilen in diversen Kaffeeküchen, in Kantinen, wo auch immer, mit der entsprechenden URL von der Seite. Ich finde, das ist zwar nicht neu in der Form und es hat so, ist so ganz weit weg von Innovation und Online und Digital und gerade aus dem Grund finde ich es eigentlich sehr charmant, weil eine der Themen zum Beispiel im Innovation Center wird immer gesagt, da gibt es ständig zu essen, das heißt aber nicht, dass es gesundes Essen ist. Also da könnte man auch wieder ganz schöne Verknüpfung herstellen. Das fand ich einfach gerade auch vor dem Aspekt sehr spannend. Das letzte Thema ist Success Stories. Wir haben schon einige und ich denke, wir sollten noch mehr diese Themen auch miteinander teilen. Das gilt sowohl für Dinge, die wirklich erfolgreich gelaufen sind, als auch, ich hatte eingangs erwähnt am Montag, dass wir eben sogenannte Fehlerkulturveranstaltungen, neudeutsch Fuck-up Nights, veranstalten hier im Innovation Center, wo wir eben über unsere Fehler sprechen, die uns unterlaufen sind und was wir daraus gelernt haben. Und das würde ich definitiv auch unter dem Thema Success Stories sehen. Und auch hier sind die Aktionen, die wir hier planen, immer in Verknüpfung mit den Tools, die auch über das HR-System angeboten werden, was das Ganze wieder rund macht. Also wirklich Ansätze, das hatte ich mir davon versprochen, dass man eben mehr rausfindet, wie wir uns noch optimaler miteinander verknüpfen können. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut über das Ergebnis. Sehr spannend im Übrigen auch das Video von Google. Vielen Dank an der Stelle dafür. Ja, und damit würde ich zum nächsten Part des Kompetenzmodells übergeben. Zurück an dich, Laura. Genau. Wir sind jetzt quasi als nächstes beim Themenbereich Stärken. Und, hier hat es uns super gefreut, dass der Fokus vor allem darauf gelegt worden ist in den Diskussionen, ja, dass es wichtig ist, Lernenthusiasmus zu stärken, zu wecken. Dass es ja im Moment schon eine hohe intrinsische Motivation der Mitarbeiter gibt, zu lernen. Und das fanden wir sehr spannend und werden es auch für uns nochmal reflektieren, wie können wir das bei den verschiedensten Mitarbeitergruppen schaffen, dass wir das einfach noch besser umsetzen können. Genauso die Kommentare und die Ideen, die gekommen sind zum vernetzten
selbstorganisierten, selbstorganisierten Lernen, Weiterbilden zur Partizipation zu dem Thema. Das ist ein essentieller Punkt, der sich auch sehr, sehr stärkend auf die Mitarbeiterbelegschaft auswirken wird. Und deswegen werden wir da auch drüber nachdenken, wie können wir vernetzteres Lernen anbieten, gerade auch in der Kooperation mit dem Innovation Center und der Innovator Academy. Weil das ist, glaube ich, eine der Stärken, die wir aus unserer Kollaboration wirklich herausziehen können, um zu zeigen, hey, wir sind schon untereinander versetzt, wir agieren gemeinsam und wir möchten das auch quasi in die Organisation reintragen. Genauso fanden wir es sehr spannend, die Punkte zum Thema Peer-Coaching zu lesen. Das war auch eine Diskussion, die stattgefunden hat, die wir auch schon ansatzweise diskutiert haben und die für ein Unternehmen sehr, sehr wertvoll sein kann in jeglicher Hinsicht. Und von daher ist das auch eine der Kernessenzen, die wir hier mitnehmen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kompetenz. Zukunftsorientiert. Hier sind es im Grunde drei große Schlagworte oder drei große Begrifflichkeiten, die wir für uns herausgearbeitet haben aus all Ihren Kommentaren, euren Diskussionen. Es wird immer wichtiger werden, überall lernen zu können und egal um welche Uhrzeit und gerade auch on demand. Es wird für uns auch immer wichtiger werden als Organisation und da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir das auch wieder in der Belegschaft implementieren, angefangen von Themen wie hat man, haben die Mitarbeiter Zugang zu allen Lernthemen, die wir anbieten, die auch extern angeboten werden, damit wir ihnen einfach wirklich ermöglichen können, wenn sie eine Frage haben zu irgendeinem Thema oder merken, oh, ich brauche hier jetzt mal ganz schnell, ganz dringend Input, dass wir es ihnen ermöglichen. Und eine sehr, sehr spannende Diskussion, die in den Netzwerken stattgefunden hat während der letzten Woche, war wirklich, was ist denn die Rolle der Weiterbildung? Da waren dann auch teilweise die Thesen aufgekommen, braucht man Weiterbildung überhaupt noch als Organisationseinheit? Macht es vielleicht mehr Sinn, die Weiterbildung in die Bereiche mit reinzugeben? Macht es überhaupt noch Sinn, eine Weiterbildung im Unternehmen zu haben? Oder weiß jeder Lerner genau, was er braucht und holt sich seinen Input quasi auf dem externen Markt im virtuellen Raum. Und ich glaube, das ist auch eine Thematik, die wir sehr, sehr spannend fanden während der Woche und die wir auch in den nächsten Wochen, Monaten wesentlich diskutieren werden hier für uns, weil es halt einfach einen extremen Impact für uns natürlich auch hat, dieses Thema. Dann gehen wir zur nächsten Kompetenz über sinnhaft, bitte. Super, danke. Neben der zukünftigen Rolle von der Weiterbildung gab es natürlich auch die Diskussion, wer ist denn der Kunde und welche Rolle hat denn der Kunde? Ich habe es vorhin schon mal andiskutiert. Weiß der Kunde denn genau selbst, was er braucht? Holt er es sich einfach on demand? Braucht er vielleicht Unterstützung? Braucht er einen Lerncoach, einen Lernbegleiter an der Seite? Wie ist seine Rolle in der Zukunft zu verstehen? Natürlich dann auch, wer ist im Unternehmen generell der Anbieter von Bildung? Sind wir es? Sind es die Fachbereiche? Ist es jeder Mitarbeiter? Hierzu gab es auch interessante und spannende Diskussionen und die wir jetzt für uns auch nochmal mitnehmen. Genau wie die ganze Thematik rund um Reporting, Analytics. Wir alle reden von Big Data, wir reden von Datenvielfalt, da müssen wir uns jetzt auch mal Gedanken drum machen, wie nutzen wir das auch gerade in der Kollaboration mit dem Innovation Center, wie können wir daraus eine zukunftsorientierte, sinnhafte Weiterbildung gestalten, damit wir es dann halt auch wirklich schaffen, auch ein Stück weit die Selbstlernkompetenz des einzelnen Mitarbeiters zu stärken, was wir auch schon vorhin andiskutiert hatten und was auch eine rege Diskussion war in der letzten Woche. Hat denn jeder Mitarbeiter eine Selbstlernkompetenz aktuell schon? Verfügt er darüber? Ist er intrinsisch motiviert? Oder müssen wir das erstmal für die Mitarbeiter schaffen? Dann gehen wir zur letzten Kompetenz, die wir haben. Das ist ergebnisorientiert. Und da müssen wir uns natürlich auch nochmal, da ging es vor allem auch darum,
die Systemlandschaft, virtueller Raum, die Zugänglichkeit zu all diesen Themen. Dazu gab es sehr nützlichen Input aus der Community. Gerade Eva war ja auch eine Thematik, die sehr stark diskutiert worden ist in der letzten Woche. Und das nehmen wir für uns auf jeden Fall mit. Genauso, was damit ja auch zusammenhängt. Es wird immer wichtiger, Knowledge zu sharen. Also, dass einfach Informationen leicht zugänglich sind, dass man einfach in die Interaktion geht, um dann halt auch wirklich es zu schaffen, dass jeder die Informationen und das lernen kann zu dem Zeitpunkt, wenn er es wirklich braucht. Genauso, wie ihr auch alle am Montag gesehen habt, wir agieren hier nach dem 70-20-10-Ansatz. Und da wird es in der Zukunft wesentlich stärker werden, was wir auch aus euren Kommentaren gelernt haben, dass der 70-prozentige Ansatz, also wirklich Learning by Doing, noch stärker wird und noch stärker bei den Mitarbeitern verankert wird. Und als letztes sind natürlich neue Methoden, wie Christina vorhin schon gesagt hat, Gamification war eine Thematik, genauso natürlich auch Lernen über Apps, Lernen über kleinteilig modular Learn-Nuggets, über all das machen wir uns in der Zukunft Gedanken. Neue Formate ist ja auch so ein Thema, Barcamps sind eine Art zu lernen, eben ohne Agenda, wirklich über Netzwerken und aktiven Austausch, wirklich seinen Erfahrungsschatz und sein Wissen zu erweitern. Auch das ist ein Thema, was wir im Innovation Center bereits umsetzen, was durchaus aber auch immer mehr ins Unternehmen hineindrängt und dadurch eben auch Mitarbeiter entsprechend anspricht. Das war es von unserer Seite zu dem Punkt. Wir könnten dann quasi für den uns heute extrem interessanten Punkt können, wie ist denn der Rückblick der Community? Auch hier haben wir eine kurze Slide vorbereitet mit zwei Fragen, die wir an euch haben. Wir würden gerne von euch oder von Ihnen wissen, wie ihr die Woche erlebt habt und was ihr von uns lernen könntet. Und auch hier wäre es super, wenn ihr einfach kurze Stichworte in den Chat auf der linken Seite schreiben könnt. Wir würden es dann einfach kurz zusammenfassen und kurz kommentieren mit euch. Okay, also während dann die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das Feedback per Chat zu geben. Erstmal herzlichen Dank für die tolle Zusammenfassung, für die tolle Aufbereitung. Ich habe den Eindruck, ihr werdet auch die kommenden Wochen sicher im MOOC verbringen, weil einige dieser Fragen werden natürlich nochmal gezielt auch bei den anderen Themen vertieft. Also da hoffe ich, dass ihr alle dabei bleibt. Gerne. Okay, wir haben den ersten Kommentar von Volkmar. Sehr authentisches, zeitnahes Feedback zu den Fragen. Gibt es sonst Kommentare? Gute Vorbereitung, Diskussionen, tolle Gruppe, das freut uns zu hören. Okay, dann kam Zitat Präsentatorin, hat jeder eine Selbstlernkompetenz, viele neue Ideen, viel Erfahrungsaustausch, neue Quellen, neue Kompetenzfelder. Ich finde den Innovation Center als Crowdworking und Co-Learning Space super, wir auch. Wir sind auch sehr dankbar, dass es das Innovation Center mittlerweile gibt, weil es ist für uns einfach extreme Möglichkeiten bietet, auch die Weiterbildung natürlich zu platzieren. Jörg Behner schreibt gerade, ich hätte gerne eine Antwort darauf gehabt. Worauf denn genau? Danke für den hohen Grad an Knowledge Sharing. Sehr lebendig und anschaulich gestaltet. Sehr sympathisches Team. Vielen Dank. Super, das freut uns. Ich hatte sie oben zitiert und habe so, nicht verstanden. Zitat mit dem Knowledge. Sorry, das ist nach oben weggerutscht. Wir scrollen mal kurz. Hoch. Okay, das war das Zitat. Hat jeder eine Selbstlernkompetenz, ist intrinsisch motiviert oder müssen wir das für die Mitarbeiter schaffen? Dieser Satz sehe ich, Zitat Präsentation, genau. Also. Da ist die Thematik, wir haben natürlich Mitarbeitergruppen, die von vorne weg eine sehr hohe intrinsische Lernen,
ja, Affinität haben und extrem daran ja, interessiert sind, sich weiterzubilden. Aber gerade im Produktionsumfeld ist es einfach auch bei manchen Mitarbeitergruppen so, dass sie daran interessiert sind, ihren Job zu machen, den auch sehr gut zu machen, sie damit aber auch vollkommen ausgefüllt sind. Und gerade bei den Mitarbeitern müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, um dort noch stärker zu platzieren, dass Lernen wichtig ist und das bei denen quasi auch ja zu wecken, den Lernen, die Lernmotivation. Das war damit gemeint. Ist es damit beantwortet? Okay, wie schaffen Sie, Menschen intrinsisch zu motivieren, die es nicht sind? Spannende Frage. Ich denke unter anderem auch durch eben das Anbieten oder Ausprobieren von neuen Formaten, wie wir es in der Academy zum Beispiel machen. Mitarbeiter können da zum Beispiel die gemeinsamen Veranstaltungen, die wir mit HR machen zum Thema Design Thinking, hatten Maria Krauskopf und ich anfangs zu der Woche auch gesagt. Das ist wirklich ein zwangloser Abend, ein Hineinschnuppern in eine Thematik. Und da muss man sagen, kommen viele Mitarbeiter, die üblicherweise nicht so unbedingt in der ersten Reihe sitzen, wenn es um Fortbildung und Weiterbildung geht, sondern die auch den Austausch ein Stück weit suchen und einfach auch mal neue Dinge ausprobieren wollen. Genau. Ein Beispiel hierfür zum Beispiel, wir sind aktuell dabei, das Thema Arbeiten 4.0 im Unternehmen zu platzieren. Und da starten wir jetzt eine Roadshow, gerade im Produktionsumfeld, weil die Mitarbeiter dort oftmals von denen die Rückmeldung kommt, das ist eine Thematik, die betrifft mich nicht. Aber dadurch, dass wir wirklich dann mit Virtual Classes oder mit anderen Thematiken dort vor Ort gehen und ihnen am Produkt quasi selbst zeigen, was das für ihren täglichen Arbeits ja, ihr tägliches Arbeiten bedeutet, das ganze Thema Arbeiten 4.0. Wollen wir dort im ersten Schritt ein Verständnis schaffen und dann im zweiten Schritt es halt auch schaffen, dass die Mitarbeiter sagen, ja, es ist wichtig und ich möchte mich dementsprechend ausrichten. Super, okay. Das freut uns. Und definitiv, um vielleicht nochmal auf die Frage mit dem Top-Management zurückzukommen, ja, da ist definitiv Interesse und Unterstützung, sonst könnten wir den Weg, so wie wir ihn gerade gemeinsam gehen, auch nicht gehen. Okay, dann also herzlichen Dank an das Merck-Team. Ich denke, die Woche war sehr erfolgreich. Die Latte wurde auch für die kommenden Woche hochgelegt. Eine Frage habe ich noch, also das Merck-Team hat sich auf jeden Fall mit dem ganzen Thema Corporate Learning, die Zusammenarbeit mit Innovation, das Innovationscenter eigentlich im Umfeld, in der Corporate Learning Community, auf den Webseiten eigentlich jetzt ganz gut präsentiert und man merkt ja auch in dem positiven Feedback, dass das die richtige Richtung ist und dass es eigentlich auch gut ankommt. Gab es eigentlich auch Merck internen Feedback? Also haben Kollegen euch darauf angesprochen, hat irgendjemand dazu gesagt, habt ihr vielleicht jetzt anteilig ins Gehalt von der Unternehmenskommunikation bekommen? Letzteres nicht. Wir haben aber natürlich im Vorhinein kundgetan hier im Unternehmen an verschiedenen Stellen, dass wir den Muckerton ja, zum ersten Mal jetzt daran teilnehmen und es haben auch Kollegen ja, sich eingewählt und von denen haben wir durchweg positives Feedback bekommen. Genau. Also von daher denke ich, war es für uns hier im Unternehmen auch mal ein Testballon, den wir durchaus jetzt gerne weiter in die Organisation streuen möchten. Okay, prima. Gut, ich schaue mal auf die Zeit. Wir haben fast die Dreiviertelstunde voll. Ich muss jetzt formal auch nochmal herzlichen Dank auch an das ganze Merck-Team. Ich darf jetzt meine Arbeit auch als Pate niederlegen und würde jetzt gerne an den Werner Sauter und den Harald Schirmer übergeben, die kommende Woche bestreiten, sodass ihr beide einfach mal vorstellt, was in der kommenden Woche passiert. Vielen Dank nochmal an alle. Da, Herr Niemeyer, auch kurz von unserer Seite noch ein kleines Dankeschön aussprechen für Ihre Mentorenrolle, für Ihre Begleitung in der Vorbereitung als auch durch die Woche. Da vielleicht einfach von unserer Seite auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Genauso auch an die ganze Community für all den Input. Es hat uns extrem Spaß gemacht. Vielen Dank. Okay,
Prima, Dankeschön. Hallo, ja, bist du online? Mein Name ist Sauter. Ich bin jetzt der Pate in der nächsten Woche zusammen mit Continental und dort ist insbesondere Harald Schirmer verantwortlich. Zunächst von meiner Seite auch ein ganz großes Kompliment. War eine sehr beeindruckende Woche und eine sehr, sehr beeindruckende Zusammenfassung hier. Das setzt hohe Maßstäbe für die nächste Woche und wir werden uns anstrengen, dass wir dann auch mit diesen Maßstäben mithalten können. In der nächsten Woche geht es um Themen wie lernende Organisation, Working Out Loud von Push to Pull. Und ich schlage vor, dass Harald Schirmer, der das Programm ja auch gestaltet hat, hier uns jetzt erläutert, was uns nächste Woche erwartet und dass er uns hier einfach den nötigen Appetit mitgibt, damit wir dann nächste Woche mit der gleichen Dynamik, wie das jetzt in der ersten Woche vorgegeben wurde, dann in die Diskussion gehen. Ja, vielen Dank, Herr Sauter. Das wird natürlich eine Herausforderung sein. Also von meiner Seite auch nochmal Dankeschön an die ganze Gruppe, an das Team von Merck, das wirklich die ganze Zeit auch sehr aktiv dabei gewesen ist. Ich werde versuchen, das auch so aktiv hinzukriegen. Und wir haben auch ein paar Leute natürlich von Continental gewinnen können, die da entsprechend mitwirken. Die Informationen, die gehen ja dann alle demnächst noch raus. Wir haben uns für die Woche verschiedene Sachen überlegt. Zum einen so eine kleine Lernreise mal zu machen. Wer vielleicht schon dieses Teaser-Video gesehen hat, ich habe mich da mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und mal etwas eher Unübliches gemacht, nämlich kein typisches Corporate-Video zu machen, sondern einfach mal die Kamera ins Gesicht zu halten oder besser gesagt auf das Smartphone und mal sie einfach oder euch alle mal mitzunehmen auf so eine gedankliche Lernreise erstmal, um das einzuführen. Wir sind ja bei Continental seit 2011 ungefähr sehr aktiv mit dem ganzen Thema digitale Transformation unterwegs, angefangen von einer Werteentwicklung, also wie wir miteinander umgehen in Zukunft, welche Kernwerte haben wir, also eine Kulturentwicklungsinitiative, die sowohl im Bereich der Produktion, der Mitarbeiter im operativen Bereich, in den sogenannten White Colors, wie es bei uns heißt, also in den Arbeitsplätzen am Bildschirm, und aber rauf bis zum Vorstand und inklusive alle Führungskräften einen sehr, sehr guten Humus gelegt hat, dass da ein anderes Miteinander schon mal stattfindet. Parallel dazu haben wir damals 2011 bis 2013 Enterprise Social Media eingeführt und haben damit natürlich den Leuten die Möglichkeit gegeben, diese Kultur auch sichtbar werden zu lassen. Also durch Teilen von Beiträgen, durch Liken, durch Kommentieren und so weiter. Und haben das ja über die Zeit hinweg jetzt kultiviert. Und ich möchte einfach da angefangen im Endeffekt mit dem, was wir damals auf die Beine gestellt haben, mit dem Guide-Netzwerk, das vielleicht der eine oder andere schon kennt. Das ist ein globales Netzwerk mit damals über 400 Leuten, die in der lokalen Art und Weise mit der lokalen Kultur und Sprache natürlich die Menschen mitgenommen haben in diese neue digitale Welt, in das Netzwerken, in Social Media und was man da drin alles machen kann. Also das sind Lern- und Change-Enabler, könnte man heute wahrscheinlich sagen, Lernbegleiter in dem Umfang oder Change-Begleiter. Es ging später dann ein bisschen weiter mit etwas, was auf einer übergeordneten Ebene war. Nachdem wir dann die Möglichkeit hatten, Social Media im Unternehmen zu nutzen, habe ich sowas aufgebaut, das heißt CoachNet, also einfach ein Netzwerk an Coaches. Die Continental, das werde ich am Montag auch nochmal genauer erklären, warum diese Firma ein bisschen anders aufgestellt ist, vielleicht auch andere. Wir sind sehr divers, wir haben verschiedene Divisionen und so weiter. Und da gehen viele Dinge nicht zentral, sondern eben lokal oder zumindest dezentral. Und das heißt aber, dass wir an ganz verschiedenen Stellen zu verschiedenen Themen Coaches, Lerntrainer und so weiter haben. Und die sind eigentlich nie irgendwie richtig zusammen gewesen. Und dann haben wir ein Netzwerk gebaut, eine Community und haben denen die Möglichkeit gegeben, sich mal zusammenzutun. Und das werden wir dann auch genauer vorstellen. Wer mich so auf LinkedIn oder verschiedenen anderen Kanälen schon mal ein bisschen verfolgt hat, der hat vielleicht Ende letzten Jahres eine Beteiligungskampagne mal mitbekommen. Da haben wir unsere gesamte Mitarbeiterschaft, die an den Rechner konnten, zu der damaligen Zeit 140.000 Leute weltweit, mal wirklich beteiligt in einer Kampagne. Da ging es um flexibles Arbeiten, um neue Arbeitszeitmodelle, um Sabbatical und so weiter. Und während das also mit den Betriebsräten und mit den Legal Departments ausgehandelt worden ist, haben wir das Ganze im Endeffekt begleitet mit Online-Diskussionen, mit Videos, wo wir es kurz erklärt haben. Wir haben Fachleute geholt. Die Videos haben dann mit einer Frage geendet und diese Fragen wurden dann diskutiert. Und da ist einiges auch nebenbei noch passiert und da werde ich auch näher drauf eingehen in der nächsten Woche. Wir haben dann das Thema Ambassador Learning Journey drin. Also insgesamt stelle ich 5 verschiedene Themen vor, die alle in diese Richtung geht, digitale Transformation und was hat das für einen Einfluss aufs Lernen.
ist also quasi so der Überbegriff in dem Part, in dem es bei uns in dieser Woche geht. Die Ambassador Learning Journey, das sind Leute, die gehen bei uns an Universitäten und halten dort Vorträge oder machen irgendwelche Aktionen mit den Studenten. Und es war bis jetzt ein rein physikalisches oder physisches Zusammentreffen. Und auch da wollten wir das Ganze etwas mehr in die digitale Welt heben und haben gesagt, wie können wir jetzt diese, ich sage jetzt mal teilweise alten Haudegen, die das seit 30 Jahren machen, aber jetzt nicht wirklich Social Media affin sind, wie können wir hier irgendwo die nächste Stufe erreichen, wie können wir die auf so einer Lernentwicklungsreise mitnehmen, damit die sich trauen, sowas auch aufzuzeichnen zum Beispiel oder zu veröffentlichen, Präsentationen und so weiter. Auch bei uns gibt es natürlich die entsprechenden Vorgaben für Employer Branding und entsprechende Vorlagen für PowerPoint-Folien und so weiter. Und auch dahinter gibt es ja viele Prozesse und Freigaben und wie kann man damit umgehen, wenn man dann plötzlich Tausende von Leuten hat, die über die Firma etwas erzählen, was in der Regel eigentlich Aufgabe des Pressesprechers ist. Und last but not least, für Freitag ging es dann nochmal in ein ganz aktuelles Thema, das bei uns läuft. Wir führen gerade Office 365 ein. Das soll auch bei der einen oder anderen Firma gerade vorkommen. Aber wir machen nicht nur eine Tool-Einführung, sondern uns ist ganz wichtig, dass dabei dieser neue Arbeitsstil, der damit ja möglich ist, also kollaboratives Arbeiten, zeitunabhängiges Arbeiten, andere Skaliermöglichkeiten, dass die alle quasi ja erlebt werden können, erarbeitet werden können, dass sich die Leute überhaupt vorstellen können, was ist überhaupt New Work Style. Da werden wir darauf eingehen und darauf haben wir auch ein komplett neues Lernen, also nicht komplett neues, das meiste hier nicht, aber die Art und Weise, wie wir die Sachen zusammenbauen, wie wir sie arrangieren und wie wir sie einführen, ist wahrscheinlich eher so der Part, der den Begriff neu verdient. Also das ist mal so ein kleiner Überblick, was euch die nächste Woche erwartet. Als vielleicht kleine Änderung, neben den Videocalls, die wir haben werden, Montag um 1 Uhr, Mittwoch um 12 oder 1 Uhr, weiß ich jetzt nicht genau, und am Freitag nochmal, wir werden jeden Tag eine kleine Lernaufgabe euch geben. Die müsst ihr nicht machen, aber ich bin immer ganz gern jemand, der Leute ins Erleben bringt. Und darum habe ich mir Aufgaben überlegt, die haben wir damals bei den Guides auch ausprobiert. Und so ganz kleine Aufgaben, die man einfach mal machen kann. Und die meisten von euch haben die wahrscheinlich noch nie gemacht, sowas, könnte ich mir vorstellen. Und ihr hättet jetzt quasi die Möglichkeit, das mit uns zu machen, mit uns zu lernen, ohne sich irgendwie zu blamieren oder Angst zu haben, oh, wenn ich das erste Mal mache. Weil wir machen es alle, wir haben alle angefangen. Und wer sich mein Video anschaut, das ist also wirklich nicht hohe Qualität und das ist rumpelt und da sind Sprachfehler drin und alles Mögliche. Das soll einfach auch ein bisschen so die Hürde runternehmen, dass nicht immer alles Hochglanz und perfekt sein muss, damit es online gehen darf. Wir lernen voneinander einfacher, wenn wir quasi von Leuten auf Augenhöhe lernen. Wenn wir so perfekte Vorbilder haben, die nichts falsch machen oder sowas, da trauen wir uns oft auch gar nichts mehr fragen. Das wäre jetzt einfach mal so mein erster Einblick mit der Hoffnung, dass ich euch ein bisschen neugierig machen konnte. Und ja, damit lade ich euch ein für die kommende Kontinentalwoche. Okay, vielen Dank, Harald Schirmer. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Programm. Und ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Und ich bin sicher, wir werden auf dieser Basis sehr spannende, interessante Diskussionen haben. Und deswegen hoffe ich, dass möglichst viele, die jetzt heute dabei sind, aber natürlich auch noch viele weitere hinzukommen. So, wenn keine Fragen mehr da sind, denke ich, sind wir dann am Schluss. Dann sind wir durch, ja. Hast du noch etwas? Ja, nein, die Seite wird ja wie üblich am Montagmorgen freigeschaltet, aber es gibt ja schon ein großes Information-Leak. Das Video vom Harald ist schon online, also auf YouTube kann man das schon finden, sodass man eigentlich gleich einsteigen kann. Und dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und mit frischer Kraft, neuen Ideen sehen wir uns dann am Montag um 13 Uhr zu eurer Session wieder. Okay, ciao. Schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. Ciao.